Was hat jetzt der mit denen und gar damit zu tun? Ganz einfach. Der Service-Roboter Lisa und das Jugendtheater und auch die Designerhütte sind Projekte der Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz. Sparkasse ist Teil der Region, für die Region da. Und auch das ist ein Teil des Wirtschaftskreislaufes, dass wir verdientes Geld auch über die Stiftungen zurückgeben wollen an die Menschen, dahin, wo es herkommt. Coole Sache. Und das sieht wirklich nach Spaß aus. Technik, die begeistert. So macht Lernen Spaß. Das Ziel meines Projektes ist es, zunächst einmal technische Bildung für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen, insbesondere da, wo es keine Alternative dazu gibt. Auch dieses Projekt ist möglich, weil die Stiftung Zukunft Gelder zur Verfügung stellt. Und so geht's. Einfach anrufen. Die Sparkasse Koblenz, Sabine Pleser. Guten Tag. Warst du schon bei uns auf der Sparkassenseite? Genau, da findest du ja unsere Stiftungen. Und wenn du mal schaust, da ist einmal unsere Satzung drin, aber da kann ich dir schon sagen, so wie du mir das geschildert hast, passt euer Musical in unsere Satzung rein. Sie freut sich, wenn möglichst viele Projekte in der Stadt Koblenz oder dem Kreis Main-Koblenz beantragt werden. Damit geht sie dann zum Kuratorium, das zweimal im Jahr tagt. Und da werden dann die Fördersummen festgelegt. Die Stiftung Zukunft kann vielleicht auch eurem Projekt zum Durchbruch verhelfen. Und wenn Fragen aufkommen, einfach anrufen. Die Sparkasse Koblenz hilft.